Hallo und willkommen zurück bei Awakening. Es ist Wochenende und natürlich gebe ich euch dann einen weiteren Part von Awakening. Außerdem möchte ich ja selber auch unbedingt weiter wimmeln. Und deswegen klicke ich auch direkt auf Fortsetzen und wir befinden uns hier in dem sonderbaren Schlafzimmer. Ich habe seit damals nicht mehr gespielt. Ich muss mich erstmal wie immer reinfinden. Ist halt so. Aber wir haben ja hier auch Hilfestellungen mit Lupe und so weiter. Präsentationsständer. Gucken wir uns also direkt mal an. Diese Präsentations... Was? Ich mag das nicht, dass das immer weggeht. Dann kann ich gar nicht vorlesen. Das ist nicht in Ordnung. Das sind Pfotenabdrücke. So. Schön. 1, 2, 3. Was könnte das bedeuten? Ja, das weiß ich nicht. Tauschen, aber man kann hier auch nichts machen. Okay. Kann man hier noch irgendwie... Nee. Nee, wissen wir nicht. Was haben wir hier so? Musikbox. Das Ballett wird erst beginnen, wenn... Wo sind die anderen Ballerinen? Okay, ja. Müssen wir also noch sammeln und darauf stellen? Irgendwelche Tasten hier drücken? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Weiß ich alles nicht. Teddybär. Was macht dieser Bär hier? Das weiß ich nicht. Was haben wir hier? Kuckuck, ich sehe dich. Aha, schön. Eine merkwürdige Gute-Nacht-Geschichte. Märchenbuch. Es sind die vier mutigen Tiere von Pinta. Warum die vielen Farben? Weiß ich doch nicht, was das für eine Geschichte sind, ist. Was kann ich denn hier machen? Die vier mutigen Tiere von Pinta. Warum die vielen Farben? Weiß ich doch nicht. Weiß ich doch nicht. Ja, Probleme. Vier mutige Tiere. Es handelt sich um eine Kindergeschichte über vier mutige Tiere, die sich der Dunkelbestie von Pinta entgegenstellten. Ich frage mich, warum sie hier in verschiedenen Farben dargestellt sind. Ja, das frage ich mich auch. Ja, schön. Irgendwas muss man ja noch machen können. So. Blinkt immer. Irgendwas muss ich hier machen können. Muss ich hier den... Ach, den Teddy hier irgendwie... Nee. Muss ich noch Teddys suchen? Kann ich hier was machen? Muss ich ja auch noch sammeln. Sind die Teddys alle hier? Da ist ein Teddy. Langsam kriege ich den Dreh beim Wimmeln raus. Wie gesagt, ich wimmel nie. Wo sind denn hier noch Teddys? Sind schon 3 von 3. Ach, ja klar, wir haben ja auch nur 3 Pfoten. Ach ja, so. Und nun? Tada! 3 tolle Teddys mit tollen Kostümen. Und nun? Vertausche die Kleidungsstücke, bis die Bären richtig gekleidet sind. Ja, das ist lustig. Das machen wir mal eben. Blauer Schuh. Ja, die Frage ist natürlich, wer hat das... Ah ja, okay, sie hat das Blaue auch an. Das... Ne? Nicht, dass wir jetzt schon anfangen, hier die Sachen zu sortieren und dann ist es der falsche Teddy. Das bringt Unglück. So, sie hat wahrscheinlich eher so rosa, ne? Schätze ich mal. Nee? Ja? So, den rechten Ärmel noch. Schön! Und die Musik überschneidet sich wieder so herrlich, dass das so friedlich klingt. Vertauscht die Kleidungsstücke, bis die Bären richtig gekleidet sind. Dieser Gegenstand könnte nützlich sein. Okay, haben wir alles gemacht. So, und jetzt haben wir eine Ballerina von 2. Können wir die schon mal reinsetzen? Nee, können wir nicht. Hier voll der Hinweis und so. Brauch gar nicht wimmeln, weil ich habe ja hier die Elfe, die uns immer alles vorglitzert. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Gehen wir und packen die Ballerinas da rein. Alles durcheinander, die Musik. Beobachte die Ballerina und wiederhole die Noten, die sie spielt. Ach du. Was? Da muss ich mich konzentrieren und die Musik ist voll laut. Warte mal, ich muss mal eben leiser machen bei mir. So. Jetzt nochmal. Jetzt ist es ein bisschen leiser. Ich muss mich konzentrieren. Das Gedudel im Hintergrund macht mich wahnsinnig. Ja, jetzt mach mal nochmal hier, du. Bali. Ich mache jetzt irgendwas, damit sie es nochmal macht.
Aha. Und nun? Okay, es geht noch, geht noch. Was, was, was? Bitte nicht noch ein. Dankeschön. Das hat mir jetzt schon gereicht, der letzte. Was haben wir hier denn Tolles? Ein Kranz. Die Blumen sind erblüht. Ist in dem anderen. Was? Raum? Ja, was? Ebenso. Klar ist das in dem anderen Raum ebenso. Weiß ich doch nicht. Weiß ich doch nicht. Da müssen wir da jetzt eben. Was sagt hier? Magie der Ballerina. Nur eine Ballerina kann die Blumen zum Erblühen bringen. Und wie sie tanzte. Nachdem ich ihr mit den Noten geholfen hatte, hielt sie stolz einen Blumenkranz hoch. Was ist dies für ein Ort, an dem Statuen tanzen und Blumen erblühen lassen? Eine Zauberwelt. Sonst würde ich das Spiel auch gar nicht spielen. So, jetzt gehen wir mal hier wieder weg und gucken, wie toll die Blumen jetzt hier blühen. Müssen wir die alle einsammeln? Wir sammeln die alle ein. Das sieht man doch schon. Haben wir alle? 9 von 9. Und nun? Mit Blumen zu Blumen gebracht, holen wir sie zurück. Ja, alle Blumen wieder da. Platziere die Blumen an der richtigen Stelle des Kranzes. Was ist das hier für ein Blumengewusel? Wo soll was jetzt hin? Ich kann. Das ist wieder so eine Sache, wo ich bestimmt rumfehle. Weil ich hier gerade nicht check, an was ich mich hangeln soll. Wo soll ich wissen, welche Blume wohin soll? Das verstehe ich jetzt nicht. Die schattigen Blumen, sind das irgendwelche gedruckten? Sieht man hier irgendwas? Was sagt die Fee? Die Ballerina hat uns einen Hinweis gegeben, wie diese Blumen angeordnet werden sollen. Echt? Wie denn? Wo denn? Ich habe den Hinweis nicht bemerkt. Hä? Was? Wo? Blümchen. Bin ich jetzt? Ich muss schon wieder. Steht geschrieben, nur eine Ballerina kann die Blume zum Erblühen bringen. Inschrift in Feensprache. Ja, toll. Also das hier ist ja so eine und dann passt das ja hier auch. Gehört hier dann eher so eine hin und hier so eine hin und oder wie oder was? Wo weiß ich, welche Blume hin soll? Hilf uns mal, Uschi. Mira, komm. Ist hier am Rand irgendetwas, was ich noch nicht entdeckt habe? Ist, weil hier. Nee, ne? Hier brauche ich, glaube ich, gar nicht hinschauen, ne? Es muss ja hier irgendwo. Wo soll ich das denn wissen? Welche Blume hier? Es ist bei mir immer echt. Es ist. Ich denke zu kompliziert. Das ist immer das Problem. Aber ich, denk nur mal so und dann komme ich nicht auf diese Dinge. Blau zu blau, pink zu pink. Es muss ja irgendwie zusammengehören, aber in welcher Reihenfolge? In welcher Reihenfolge? Huch, nee, das wollte ich nicht. Was? Gelb-grün. Oh, jetzt fängt das schon wieder an. Ich weiß es nicht. Ja, wo gibt sie uns denn einen Hinweis? Was für ein Hinweis? Sie hat uns gar keinen Hinweis gegeben. Ach ja, das hatten wir auch noch. Aber das hatten wir daher, brauchen wir gar nicht rumklicken. Das hatten wir ja daher. Der Engel ist traurig, weil ich so doof bin.
Soll ich einfach auf das Bild hier gucken, das so machen? Pink, blau, pink. Pink, blau, pink. Hilft uns das vielleicht? Das Bild? Blau, also grob. Ist das eine große blaue oder eine kleine blaue? Das weiß ich natürlich nicht. Blau, gelb, lila. Blau, gelb, lila. So, was haben wir noch? Lila, gelb, pink an der Seite. Lila. Passt wahrscheinlich gar nicht, ne? Lila, gelb, pink. Dann könnte der auch da sein und der da sein. Was sagt sie? Was hilft sie uns denn? Ich finde, du hilfst uns gar nicht. Es sei denn, du machst hier irgendwas, was ich einfach wieder übersehe. Pink, blau, pink. Ich glaube auch nicht, dass ich das richtig hier gerade mache. Weiß einfach nicht, an was ich mich hangeln soll. Gemeine, gemeine, gemeine. Muss ja irgendeine vorbestimmte Reihenfolge geben. Also entweder Farben zu Farben oder das mit dem Buch gerade, was ich glaube ich auch nicht richtig gemacht habe, oder es klappt einfach nicht. Oder halt mit den Vordrucken hier. Dann sind das ja solche Blüten hier. Aber das funktioniert ja auch irgendwie nicht. Da ist eine große blaue, große lilane eher. Hallo? So? Das könnte aber auch so eine sein. Und da unten sind es macht keinen Sinn. Dieselben. Ah, es war doch nur falsch gewählt von mir. Hat wieder Stunden gebraucht. Also es war doch das Bild vom Buch. Ich hatte nur die Größen der Blumen noch nicht richtig. Ich habe jetzt auch gerade nicht viel gesagt, aber wenigstens habe ich mich dabei konzentriert. Gut. Jetzt ist das Tor offen. Toll. Gehen wir auch direkt durch. Ach, ein kleiner Gnom. Wer bist denn du? Nicht jetzt, Boris. Geht jemand anderem auf die Nerven. Ah, ein Mensch. Warte mal. In diesem Schloss gibt es keine Menschen. Niemanden außer... Ja... Könnte es möglich sein, die schlafende Prinzessin erwacht, doch vorher soll ich wissen, dass... Was? Schlafende Prinzessin erwacht, doch woher soll ich wissen, dass du es bist und nicht ein Murdoch-Trick? Du musst es beweisen. Murdoch? Murdoch oder Murdoch? Ist auch egal. Man sagt, dass du schlau bist. Naja, geht so. Ich habe diese Kobold-Jong-Schachtel so verzaubert, dass nur die Prinzessin das Rätsel lösen kann. Kannst du die Schlüssel finden, die ich darin verborgen habe? Ja, wir geben unser Bestes, ne? Ach, du. Was? Was soll ich hier machen? Finde die Schlüssel, indem du die Plättchen in Paaren anordnest. Ja? Ach so mache ich das. Alles klar. Geht.
Ach, die kann ich aber nicht anwählen. Nee, das muss ich gleich nochmal machen. Ich sehe jetzt schon, dass ich, glaube ich, das zu doof gemacht habe, ne? Oder? Komme ich so voran? Kann ich den nicht nehmen? Nein? Na gut. Tja. Sag ich ja, ich muss es nochmal machen. Wo ist denn sein Rätsel? Ich glaube dir erst, wenn du es bewiesen hast, finde die Schlüssel, die ich dir in dieser Schachtel verborgen habe und ich weiß, dass du wahrhaftig die Prinzessin bist. Ja, ich lese heute echt blöd. So. Machen wir die und ich weiß doch auch nicht. Immer die, wo es so sehr hoch aussieht, würde ich sagen. In einer Seite, das, naja, ist jetzt so. So. Ach nein, jetzt schon wieder noch eine Runde. Ihr wollt mich ärgern, ne? Ich war gerade so stolz auf mich. Ja, immer so die Pärchen zusammenfinden. Nee, nee, lass den mal. Kann ich den? Nein, kann ich natürlich nicht. Möchte den jetzt nicht. Ah, okay, gut. Ja, okay. Bin ich blind? Komme ich jetzt wieder nicht weiter? Oh Mann. Das ist gemeini. Ach ja. Ja. Pärchen finden auf Schnellzeit hier. Zack, zack. So, da ist ein freier Schlüssel, das ist toll, aber das heißt nicht, dass man das am Ende schafft. Es ist nämlich gar nicht mal so einfach. Ja. Ach Mensch. Ich dachte, ich kann jetzt... Mann. Oh Mann. Ach so, das... Leute, ich bin zu blöd für sowas. Bin zu blöd für Wimmelbildspiele. Ich muss es nur so... Ich dachte, ich muss alles wegbekommen an Karten. Das ist immer meine Logik. Alles wegkriegen und dann geht's weiter. Aber okay. Ich muss es nur so weit wegbekommen, bis ich die Schlüssel... Bis ich die Schlüssel halt daran komme, ne? Na gut. Da ist schon mal einer. Siehst du? So, und jetzt brauche ich den anderen und dafür muss ich den freikriegen. So. Alles klaro. Und schon haben wir ihn. Bei Grindelwalds Glück. Du bist diejenige, auf die wir gewartet haben. Du hast einen schwierigen Weg zu gehen, Prinzessin. Nicht alle Kobolde werden so hilfsbereit sein wie ich. Ja.
Ich werde dich nun den Brunnen wieder aufbauen lassen. Es gibt dort etwas, was für dich bestimmt ist. Bis zum nächsten Wiedersehen. Ja. Tschüss, Koboldchen. Tschüss. Und ich sag euch auch tschüss. Bis zum nächsten Wimmelbild-Part, den ich natürlich auch, sobald es geht, hochladen werde. Und ja. Gut.